Willkommen zu einer weiteren Folge Juice 2 hin. Wir wollten in die zum Autohändler. Wir brauchen einen Supersportwagen. Y-Liga. Wir fahren in der höchsten Liga, in der Liga 3 zurzeit. Gutes Driftauto. Muscle Car. Charger. Muscle Car. Ein Supersportwagen. Da hätten wir jetzt einmal den Aston Martin. Dann hätten wir eine Corvette, beziehungsweise eine Chevrolet, eine Corvette, genau. Weiterhin hätten wir hier die nächste Corvette. Das ist jetzt die große Frage. Corvette oder Aston Martin? Wir nehmen den Aston Martin. Hat wieder einen Haufen Geld gekostet, das Ding. Das Ding wird gleich noch ein bisschen mehr Geld kosten. Weil in der Farbe fahren wir den Wagen bestimmt nicht. Auto auswählen. Jetzt kommt aber erstmal visuelle Mods. Dach. Wir fahren hier ein Cabrio. Das heißt, Dach runter. So. Sitze können sogar drin bleiben. Türen können auch bleiben. Scheiben brauchen wir nicht tönen. Das Schild bleibt auch. Wir gucken mal, was er so. Ja. Ich weiß, wie kann man so ein Auto verunstalten? Ich weiß. Aber der sieht ganz gut aus. In den Einkaufswagen. Gucken wir mal. Der kriegt hier wieder meine OZ-Felgen. Die sehen auch an dem Wagen gut aus. In den Einkaufswagen. Spiegel braucht man nicht. Scheinwerfer brauchen wir auch nicht. Motorhaube. Also die haben so nicht viel. Mods kaufen. Ja. Ja, das schaut viel besser aus. So, weiterhin kriegt ihr erstmal eine neue Lackierung. Die Farbe ist ja mal. Der kriegt aber normal Metallic Lack. Schönes Giftgrün. Oder schönes dunkles Blau. Oder ein Weinrot. Wir nehmen ein dunkleres Grün, aber den nehmen wir. Gut. Schon zur Kasse. Ja, das sieht doch schon besser aus. Um einiges sieht das besser aus. B fertig. Achso, nee, nicht ganz. Wir müssen ja noch eine Sache machen. Auswahl. Der wird ja nicht mit Sponsorenaufklebern verhunzt. Also Auto bearbeiten. Eigentlich spielt es keine Rolle, was wir da jetzt einbauen. Deswegen machen wir das ganz schnell. Auto bearbeiten. Und den nächsten. Der kriegt ein Konifahrwerk. So. Auto bearbeiten. Bis 57,2. Müssen wir mal gucken, ob wir da ein Auto finden. Wegen Prototyp rennen. Venom passt. So, jetzt gehen wir gleich nochmal in die Werkstatt. Werkstatt zum Autohändler. In einem Prototyp rennen. Dazu brauchen wir aber ein passendes Auto. Autohändler. Alle Autos. 57,2 brauchen wir. Der da endet ungefähr. Dreiundfünfzig Komma acht.
Nee. Zweiundsechzig. Zweiundsechzig, zweiundsechzig, achtzig, einundsiebzig. Das sind die Autos in der oberen Liga. Moment mal. Liga 3 beginnt bei 55,2. Moment mal, hier hätten wir irgendwo ein 54er Auto. Den RX-8, glaube ich, war einer. Skyline, nein. Der kann es auch nicht sein. Machen wir anders. B zurück. Ah ne. War schon richtig. Wir müssen aber nach Autohersteller suchen. Mazda RX-8. Lexus Mazda. RX-7. RX-8. Wir kaufen den mal. Und rüsten den mal hoch. Ansonsten haben wir gerade ein Geld rausgeschmissen, aber dann wissen wir, dass wir die Leistung nicht fahren können. Falsche Liga, eine Liga drüber. Mist. Behalten wir in dem Sortiment. So schlimm ist es nicht. Egal, bevor wir jetzt weitersuchen, fahren wir erstmal ein Rennen. Wozu haben wir uns einen Supersportwagen gekauft? Auswahl. Auswahl. Bayside Hustle. So, wollen wir weiter gucken. An der Bucht geht es heiß her. Vorsicht vor Bayside Hustle. Rundstreckeneliminationen trennen wirklich die Spreu vom Weizen. Da ist er. Müssen wir ja wieder Geld für den Wagen rausholen, ne? Und Rennen bringen nicht sehr viel Geld. Bin dabei. Bei dem Rennen liefern wir eine gute Show. Gut. So, wollen wir mal. Wagen 2 ist an der Spitze. Wagen 6 bereitet seinem Vordermann Kopfzerbrechen. Ich wette, Wagen 4 wollte das nicht. Wenden sollte man aus dem Weg gehen. Das war scheiße. Das ist mal ein ordentliches Nitro-System, das Wagen 4 da auspackt. Wagen 2 setzt Nitro ein und fährt am Limit. Wagen 5 ist... Man kann nicht immer gewinnen, aber diesmal wäre es nett gewesen. Tja, bald geht seinen Reifen abverkauf, dank Wagen 6. Wagen 6 weiß, ich glaube, das war gerade mal eine Frontschutz geflogen, ein hässlicher Unfall. Wagen 2 hat gerade eine Reifenwand gerammt. Hindernisse verteilen sich auf der gesamten Strecke. Nein, das kann ich nicht glauben. Ach, Simulationsrennen. Ha. Nachdem Wagen 4 ein Reifenchaos angerichtet hat, müssen die Fahrer ziemlich aufpassen. Das wird schwierig. Ups, ich glaube, Wagen 1 wollte diese Reifenwand eigentlich nicht rammen. Nee. Autoteile liegen überall auf der Strecke. Heute gehen die Fahrer auf Tuchfühlung. Gut gefahren, Cowboy. Boing, boing.
4 sind jetzt überall auf der Strecke Reifen. Wagen 4 erhöht den Druck. Wow, was für ein heftiger Zug. Das war miserabel. Sind alle wach. Chaos auf der Strecke, nachdem Wagen 6 eine Reifenwand getroffen hat. Augen offen halten. Und geschafft. Ja, gewonnen. Oh, sogar zwei Events fertig gemacht. Wow. Geht's ja. Richtig klasse Geld wieder gemacht. Was Visuelles freigeschaltet, oder können wir uns freischalten? Noch was Visuelles, passt wunderbar, wieder zwei Sachen frei. So, ich werde aber mal auf meinem anderen Account gucken, welches Auto für diese Liga als Prototyprennen ist. Und dazu werde ich die Folge jetzt beenden. Wir sehen uns dann, würde ich mal sagen, irgendwann in der nächsten Folge wieder. Gucken wir mal noch so, wie das Auto jetzt aussieht. Wir haben zurzeit mehr eingenommen, als wir schon reingesteckt haben, bis auf das Auto oder die Autokosten selber. Aber das macht nichts. Wir haben zumindest die Leistung wieder eingeholt. Aber ich werde jetzt auf einem anderen Account gucken, wie das mit dem Prototyp-Auto ist in dieser Liga. Bis dahin, zur nächsten Folge, wünsche ich euch viel Spaß. Man sieht sich. Tschüss.